Und ewig brennt's Feuer. Eine Vorschau aufs neue Schweizer Dialektmusical. Und ich darf Ihnen die als Stammgast vom Rössli kommentieren. Wir sind hier vor einem Rössli, das bald neu soll eröffnet werden. Und da nimmt es mich natürlich als Stammgast von der Lisa und vom Tom schon Wunder, wie weit das schon sind. Brennt's Feuer genug? Da bin ich ja meine nicht der einzige Wundere. Das ist ja die Amy, die Reporterin von Radio Rund um Zürich. Jetzt bin ich aber gespannt. Hey, da ist ja auch noch der Belcanto Zurigo mit von der Partie. Es wird ja immer spannender. Wie toll, ich wette, der Beiz wär schon offen. Lisa, du Asche, einmal mehr in Schwarze getroffen. Du Asche mit deinem ganzen Herzen. Ja, wo ist sie eigentlich? Die Amy vom Radio Rund um Zürich. Ich habe sie ja vorhin gerade noch gesehen. Starke Leistung. Aber ich kann Ihnen verraten, dass die Amy noch ganz andere Qualitäten und Überraschungen auf Lager hat. So, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über das Rössli, aber natürlich noch lange nicht alles, weil Lisa hat noch einen Traum. Der wird aber an dieser Stelle noch nicht verraten. Begleitet sie uns auf unserer Tournee und sie werden alles erleben, ganz nach unserem Motto: und ewig brennt's Feuer.